Herzlich willkommen zur 74. Folge Castorio mit Maximilian. Moin Moin. Moin Moin. Und es ist gerade aufgefallen, dass wir kein einziges blaues Fließband mehr haben. Ja, wie gesagt, guck mal bei den Pöbelbändern, weil die brauchen halt massiv hier. Naja, ich flieg da jetzt mal hoch. Dass man die vielleicht mal begrenzt. Ich habe auch mal auf eine halbe Reihe die Prozessoren begrenzt, weil die werden eh nicht mehr so massiv jetzt gerade abgeholt. Die sind auf eine Reihe begrenzt. Opa. Ich würde sie vorlaufen lassen. Nein, ich meine die Pöbelbänder. Ach so, und Anforderung? Es werden keine abgeholt momentan. Nein, Anforderung von blauen Bändern. Habe ich 500 drin. Also da sind, in der Anforderung sind 500 blaue Bänder drin. Bei mir im Inventar wären 500. Bei den Purple-Bändern. Ja, sag das doch. Habe ich jetzt, glaube ich, dreimal. Wo werden die denn da reingeschmissen? Wahrscheinlich in die Fabrik. Nur Zahnräder. Auch nur Zahnräder. Hier, 300 werden angefordert, aber keines da. Dann solltest du vielleicht mal bei den blauen Fließbändern gucken. Weil ich vermute mal, dann wird bei den blauen Fließbändern wahrscheinlich Schmiermittel fehlen. Ja. Weil irgendwer massiv viele Teiler gebaut hat, ne? Und nicht die Produktion daran angepasst hat, schätze ich jetzt mal. Ich habe rote Teiler massiv gebaut und die blauen Teiler arbeiten nicht mehr, weil die Kiste auf eine Reihe begrenzt ist und die voll ist. Okay. Blaues Zeug wird momentan nur noch für das Fließband selber gebaut. Das ist eigentlich ja auch unsere einzige Schmiermittelabnahme. Hey, die anderen, die Purple Bänder, die verbrauchen ja auch. Und die hast du vorher angeschlossen. Aber selbst da kommt schon nichts mehr an. Ich flieg mal eben wieder hoch zum Öl. Ja, dann hört sich's an, als ob es voll ist. Mal wieder. Alkangas, aber. Kann nicht sein. Ich hatte eine Fackel gesetzt auf mehrere Millionen, dass wir genug Reserve mal haben, aber es nicht mehr voll laufen kann. Auf mehrere Millionen? Dann wird die Fackel ja, wahrscheinlich. 23.000 oder so. Aber das war eben nicht voll, wo ich das letzte Mal oben war. Komisch. Ja, wir haben 1,5 Millionen drin und die meisten Tanks sind so auf, ja, knappe 2/3. Also nicht voll. Und warum wird nichts produziert? Wir haben fast 2000 Schwefel in den Schweröl in den Plans, aber in der Leitung ist fast nichts drin. Arbeitet denn überhaupt die Schmiermittelproduktion? Ja. Alle auf Vollgas. Die letzte nicht mehr. Die letzte Fabrik nur teilweise, aber die anderen arbeiten durch. Alter, wo ist denn das ganze Schmiermittel hin? Die Pumpe, die ist in die Umarbeitung, die steht auf 10.000. Dass sie umarbeiten soll, wenn mehr als 10.000 da sind. Aber das sind sie ja eigentlich nie. Das gibt's doch nicht.
Öl mehr? Kann es daran liegen? Ne, wir haben noch 479 Öl in den Tanks. Ja, und die Felder sind auch noch keins leer gelaufen. Arbeiten noch nicht mal alle Ölpumpen. Ich komme gleich mal hoch. Verfolg mal bitte das Schmiermittelband, ob wir da irgendwo einen großen Verbrauch haben. Naja, ich flieg smart. So, hier, und jetzt hier runter. Hier wird erstmal nichts sein. Da ist es auch verbunden. Hier verspringt es einmal, aber auch kein Problem. Hier verspringt es wieder. Ja, der erste Verbraucher, der drin ist, ist die erweiterten Bänder. Wo aber schon nicht mehr wirklich genug ankommt eigentlich. Das gibt's doch nicht. Oder brauchen wir da einfach zwischendrin mal eine Pumpe? Ich achte jetzt mal bei jedem Rohr drauf, ob da vielleicht irgendwo schon der Tropfen zu wenig wird. Ja, ich komme jetzt auch mal vorbei. Nee, ich glaube, wir haben einfach wirklich nicht genug. Weil wir gehen aus dem Puffertan. Nehmen wir mit 1,9 raus. Dann haben wir eine Pumpe zwischen, die ist auf 2,6 bis 3 hochhaut. Und dann geht es ja das Untergrundband, was runter geht. Und am Ende der Ölproduktion sind wir auf 2 gefallen. Wieder auf vom Top her. Also es ist einfach nicht genug. Auf Höhe des Sandfeldes sind wir dann bei 1,6, 1,7. So, die Dinger hier arbeiten überhaupt gar nicht. Das ist ja auch richtig so. Ist einfach nicht genug. Und das. Nee, das ist bei weitem nicht genug. Einfach nicht genug Schmiermittel, was produziert wird. Alter Schwede. Aber mehr Chemiefabriken dran zu hängen, bringt auch nichts, weil wir nicht mehr wirklich viel mehr Schwerel haben. Hast du vor? Alter, was machst du da? Okay. Dann ist es auch kein Wunder, dass der Druck nie ausreichend ist. So, auf der kurzen Strecke geht's noch. Sechs Stück davon noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pumpe, die drückt das Zeug da raus und macht und macht und macht. Ich hatte gerade erst überlegt, ob vielleicht nicht genug Schweröl kommt, weil es die Leitung es einfach nicht schafft, aber die Leitung ist hier vorne noch nicht mal voll vor den Tanks. So. Das heißt, wir haben genug Schweröl und die produzieren wir dauerhaft durch. Wenn ich es jetzt mal in Bar ausdrücke, dass wir quasi 100 Bar Standardwert sind, haben das um 1,5 Bar etwa durchschnittlich erhöht. Ja, 2,5 Bar. Direkt nach der Pumpe. Okay, ist das mein Heli hier? Nein, das ist meiner. Deiner steht unten. So. Dann wollen wir mal gucken. So, Schmiermittel, 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 Schmiermittel. Ich habe das Rohr verloren. Da ist das Rohr. Es ist besser, aber noch nicht ausreichend, würde ich mal schätzen. So, du gehst wohin? Was verbraucht hier unten noch Schmiermittel? Ach, die roten Motoren. Aber die sind auch fast voll gelaufen. Da sollte eigentlich kein großer Verbrauch sein. Laufen durchgehend, das ist klar. Und wo ist jetzt das zweite? So, das geht jetzt hier rüber. Ja. Und die hier drüben haben keine Zahnräder. Weil hier gelbe Arme sind? Wieso sind denn hier gelbe Arme? Keine Ahnung. Die geben Arme müssen alle weg. Alle. Warum machst du da jetzt die grüne Arme hin? Wahrscheinlich, dass wir beide den gemacht haben im gleichen Moment und sich dadurch das dann überlappt hat. Und jetzt haben wir jetzt wieder blaue Arme hin. Ja, hier auch. Hier kannst du auch gleich blaue Arme hinsetzen. Ja, lass sie doch erstmal stehen, kann ich es auch überbauen, dann muss ich nicht mal schauen, wie rum sie es müssen. Das waren sie alle. Alter, die werden alle abgeholt. Alle. Ja. Ja, bei dem Faster Belts werden 300 angefordert. Aber die sammeln sich halt nicht. Wirklich. Hier sind 300 in der Anforderung. Die brauchen halt ewig lange zur Produktion. Die Purples. Ewigkeiten lange zur Produktion, genau. Die Dinger sind innerhalb von 0,01 Sekunden fertig.
Ja, wenn alles, wenn sie durchgängig laufen würden. Ja, gut. Mit der Ewigkeit meine ich halt ewig, bis da halt dann mal die Begrenzung voll ist. Ja, oder? Ja, gut. Guck mal, das gelbe Band braucht schon mal 20 Schmiermittel, das Ding braucht auch mal wieder 20 Schmiermittel, das Ding braucht auch mal wieder 20 Schmiermittel. Aber ich gehe jetzt noch mal hoch zu. Ich will mal was nachschauen. Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass wir mehr Schweröl kommen. Aber jetzt ist mir schwer wieder leer. Das habe ich mir nicht gedacht. So, mal eben in die. Wir verbrauchen ja kein Schweröl. Nö, wir verbrauchen nur Schwefel für Schwermittel. Das ist alles. Leichtöl ist auch nicht voll. Petroleum ist auch nicht voll. Ja, so Alkan das. Hast du mal eben eine Chemiefabrik für mich? Ich will Nein. mal von den Rezepten was nachschauen. Habe ich nicht. So, die ersten drei laufen. Hast du Glas? Nein. So, dann das heißt, wenn ich das jetzt natürlich hier mache, dann ahne ich Böses. Ich nehme es einfach mal hier hinten einen aus dem Bett, der läuft eh nicht. Wir brauchen Schweröl. Es gibt natürlich auch kein Rezept, wo man irgendwas zu Schweröl umwandeln kann. Nur Schweröl in anderes. Dann müssen wir halt die Dings schneller machen lassen. Ja, bleibt nichts anderes übrig, dann machen wir das halt so. Also alle Ölfabriken von 1er auf 2er Module. Das heißt, dann machen die anstatt 1,6 Herstellungsgeschwindigkeit 1,9. Das reichen wird. Naja. Das werden wir sehen. So, Produktion, Flüssigkeiten, Ach, hast du schon. Schmiermittel. Mal gucken, wie es jetzt, ob es jetzt besser wird. 6,9. Hatten wir vorher. Jetzt sind wir bei 8. Ja, leicht besser. Es ändert aber letztendlich nichts. Wir sind zwischen Puffertank und Pumpe bei einer 2,2. Ja, weil halt leer ist. Ja. Wenn nichts da ist, kann auch nichts puffern. Und wenn wir noch mehr Raffinerien dranhängen, das Rohöl haben wir ja. Na, wir warten es erstmal. Nochmal runter gucken, weil ich denke mal, dass die Produktion unten jetzt gleich voll läuft. Und dann soll dieser immense, ja genau, so, du bist
nicht vollgelaufen. Ah, okay, der speichert immer 27 zwischen. Das heißt, er macht jetzt die roten auf 27 hoch. Ja, das heißt, es sollte aber hier nicht mehr lange dauern. 23, 24, 25, 26, 27. Nee, die roten macht er auch 30. Der roten macht er mehr. Ja, aber wie gesagt, es sollte jetzt gleich volllaufen. Ja, jetzt, toll, jetzt wurden wieder Purple abgeholt, jetzt gehen sie wieder durch. Naja, da ist auch wieder mehr gemacht. Ja, wie gesagt, sollte... Ja, weißt du, wieso der Draht nicht weitergemacht hat? Weil du da drüber standst mit dem Heli. Schau mal deinen Heli ran, ob du da vielleicht welche drin hast. Nö. Also macht das wahrscheinlich bis 100. So, blaue. Noch wird es nicht besser. Abwarten. Muss gleich besser werden. Dann was ist denn jetzt hier kaputt? Bist du denn? Ach so. Das ist das Problem. Hallo. Könntet ihr mal bitte? Ja, komm doch schon. Deswegen. Fehlt noch ein. Was ist auch so weit? Purple Belt? Purple Belt? Warum ist das Band hier so voll? Weil das auch noch ein langsamer Teiler ist. So, jetzt sollte sich das Zeug gleichmäßig verteilen, hoffe ich doch mal. Ja, und wie sieht jetzt der Strombedarf aus mit unseren 100? Oh, 16 Megawatt machen schon die Dreier meiner. Aber unsere 600 blauen machen 60 Megawatt. Ups. 66. Ja, das wird sich da jetzt nach und nach erholen. Ey, einfach mal 150 Megawatt nur durch die Lichtbohnenröhren. Ja, aber hier ist es jetzt vollgelaufen komplett. Und da auch. Ich piepe. Und da auch. Und da nicht. Okay, die ersten drei Reihen sind voll. Sollte er ja jetzt da. Eins, zwei, drei, vier,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.